Herzlich willkommen zurück. Geil, dass ihr wieder mit am Start seid zu einer neuen Ausgabe von Gothic 3. Ja, und wir quatschen jetzt erstmal mit diesem dreckigen Rebellenpack. Hey, du hast noch was gefunden? Bring es am besten gleich zu Shan nach Okara. Er wird dir einen guten Preis machen. Für den König! Du bist ganz schön mutig. Was meinst du? Mit dem Spruch kommst du nicht weit, bei der von Orks besetzten Gegend hier. Uns Rebellen erkennt man sowieso auf 1000 Meter Entfernung. Du solltest uns mit ein wenig mehr Respekt behandeln, sonst wird es dir wie den Wüstenhändlern ergehen. Von welchen Wüstenhändlern sprichst du? Wenn du die Straße nach Westen folgst, kannst du noch ihren alten Kram liegen sehen. Wir haben sie ausgenommen und in die Flucht geschlagen. Was machst du hier? Ich warte auf eine Nachricht von unserem Mann in Montera. Euer Mann? Wir haben einen Mann bei den Söldnern eingeschmuggelt. Er soll herausfinden, wann der richtige Moment ist, eine Revolution zu starten. Erzähl mir mehr über euren Spitzel bei den Söldnern. Nur weil du mich noch nicht getötet hast, bedeutet das nicht, dass ich dir vertraue. Das wäre zu einfach. Ihr habt die Wüstenhändler ausgeraubt? Und wie wir das haben. Doch bevor du auf dumme Gedanken kommst, wir haben schon alles nach Okara gebracht. Erzähl mir mehr über Okara. Darüber wirst du noch früh genug etwas erfahren, glaub mir. Wenn ich jetzt den sage, der ich will bei euch mitmachen, dann gibt es doch diese Quest mit diesem Söldner am Treffpunkt hoffentlich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ich will bei euch mitmachen. Dann beweise es. Seit einigen Tagen lungert so ein dämlicher Söldner bei unserem Treffpunkt herum. Der Kerl stört unsere Kontakte untereinander. Mach, dass er verschwindet. Genau. Wo ist euer Treffpunkt? Auf dem Hügel südlich von Montera. Dort steht eine alte Turmruine. Jo, das können wir machen, indem wir den einfach bei Marek anschwärzen und wir den dann zur Arbeit wieder schicken, dann ist er ja auch weg. Wir müssen den also nicht töten, von daher können wir das jetzt hier gut miteinander verbinden, also quasi zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Ich stehe auf Schlagen. Genau. Und jetzt gehen wir erstmal zu Dominik. Auf dem Weg dorthin machen wir alle möglichen Banditen platt. Und, ja. Guck mal, was ich hier noch an Pflanzen übersehen habe. Holy shit. Gerade so viele Flammenbeeren hier noch. Nee, das ist ja nur, wenn ich ihn töten will. Wenn ich den bei Marek anschwärze, sage ich ihm einfach nur, dass er wieder arbeiten gehen soll. Das ist schon... Okay, so, ich will den ja nicht wirklich töten. Oh. Dieser freche kleine Scavenger hat es tatsächlich gewagt, mir Paroli zu bieten. Das geht natürlich gar nicht. Was denkt er sich dabei? Ist doch klar, dass er stirbt. Naja. Was ist das denn? Aha, interessant. Okay. Wir sind jetzt Banditen gespawnt. Ach, das hat doch uns dieser... der seinem Kollegen jetzt saftig in den Rücken geschossen. Weil mir soll es recht sein, dass jetzt hier... Alter, sind jetzt ganz schön viele neue gespawnt, muss man mal sagen. Weil mir soll es recht sein, es gibt Erfahrung. Jetzt habe ich wieder Pfeil im Hodensack stecken. Den Hodensack in kaltes Wasser halten. Yeah. Genau, wenn diese Folge rauskommt, ist schon wieder Sonntag. Ja, die Woche ist schon wieder vorbei. Wer hätte es gedacht? Hinweis, während ich hier, also während ihr diese Folge gerade seht, am Sonntag, vor 22 Uhr bin ich noch live auf Twitch. Das heißt, ihr dürft auch jetzt gerne nach dieser Folge auf Twitch einschalten. Wenn alles passt, zocke ich dort gerade noch irgendwas. Risen 3 spiele ich gerade auf Twitch oder... Was habe ich da jetzt nochmal? Genau, die Gothic 2 Mod Legend of Asun spiele ich gerade noch auf Twitch. Bisschen Mordhau, Among Us mit der Community. Ja, genau. Wo ihr übrigens auch mitmachen könnt. Wenn ihr Among Us selber zockt und ihr Bock habt, sonntags dabei zu sein, dann kommt gerne auf meinen Twitch-Account, Link in der Videobeschreibung. So. Genug der Werbung. Wir werden da gleich versuchen hochzuklettern, aber ich will erstmal diese Höhle hier nochmal ausrauben. Wir haben übrigens, als wir hier waren, ich erinnere mich, wir hatten hier einen Zettel von Ortega bekommen. Das haben mir wahrscheinlich Leute in die Kommentare geschrieben, dass ich den Zettel noch nicht gelesen habe. Eine Nachricht von oder an Ortega.
Hier, Brief für Ortega. Minecraft und Untote. Schickt uns mehr Männer. Unser Lager in den Höhlen mussten wir auch schon aufgeben. Wenn das so weitergeht, müssen wir von hier verschwinden. Die Minecrawler und Untoten, ja, Untote, machen uns schwer zu schaffen. Keine Ahnung, wie sie es von Gotha bis hierher geschafft haben. Sobald wir nicht mehr jeden Tag angegriffen werden, schicke ich dir zwei Männer mit den Weizensäcken. Gib ihnen noch einige Heiltränke mit Monty. Neuerdings marschiert ein Trupp Rebellen in Richtung Gotha. Der große Kerl vom Schiff war auch dabei. Ah ja, hier wird auf Gorn angesprochen. Sehr interessant. Neuerdings marschiert ein Trupp Rebellen in Richtung Gotha. Interessant. Also das ist quasi eine Botschaft von dem Monty, den wir hier vor zwei Folgen schon auf... den Arsch aufgerissen haben. Herz allerliebst, würde ich sagen. Bin ich jetzt dran? Ist das so, ja? Okay, der Bogenschütz ist unnett. Bleib stehen! Wie, ey, Junge, wie schießt denn du, ey? Du bist der krasseste Bogenschütze, den ich je gesehen habe, ey. Wenn der es schafft, so einen Bogen mit einem Bogen zu schießen, nicht schlecht. Kann mir nicht vorstellen, dass es gut für den Rücken ist, aber okay. So, ich weiß gar nicht mehr, wie der Boss hier hieß. Oder ob es überhaupt einen Boss gab oder so. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Content-Mod oder diverse andere Mods hier noch ein paar Namen eingefügt haben. So. Ah, hier wird's jetzt düster. Machen wir mal kurz eine Fackel an. Jetzt bist du dran. Na, komm mal her. Traust dich nicht, oder? Ich reiß dir den Kopf ab! Ehemaliger Gefangener. Aber wohl kein ehemaliger Gefangener der Strafkolonie von Corinnes, oder? Da! Mist. Okay, haben wir's. Oh, ging ja flott. Und bringt uns tollen Loot und Erfahrungspunkte ein. Jawoll. So, was haben wir hier? Unmöglich. Eine große Truhe. Sehr schön. Dafür haben wir doch erstmal diese tollen Schlösser öffnen Zauber. Sehr nützlicher Zauber. Wow, okay. Das hat sich jetzt nicht wirklich gelohnt, meiner Meinung nach, aber... na gut. Komm, wir hauen uns jetzt hier mal hin. Es wird eh dunkel gerade draußen. Also können wir ja mal eine Nacht überbrücken. So. Genau, bevor wir jetzt über die große Steinbrücke gehen oder hier hochklettern, gehe ich trotzdem erstmal kurz zu Dominik, weil ich nicht weiß, wo ich da oben rauskommen werde und dann will ich nicht den ganzen Weg wieder zurückgehen. Ihr werdet das verstehen. So, jetzt haben wir hier ordentlich aufgeräumt. Das heißt, wir können jetzt... oh, ein Häschen. Hallo. Tschüss. So, das heißt... Oh, da ist noch eine Kiste. Guck mal, die habe ich noch nicht geplündert. Erstmal eiskalt dran vorbeigelaufen hier. Abgebrochen. Abgebrochen. So, was haben wir hier? Jawohl, Dietrich ist sehr schön. So, jetzt holen wir uns erstmal die Pacht. Von dieser Sau. Ich war beim Anführer der Orks in Monterra. Na also, das wurde ja auch Zeit. Beim Anführer der Orks? Das ist falsch. Das muss heißen, beim Anführer der Orks-Söldner, oder? Er wartet immer noch auf die Pacht von diesem Bauernhof hier. Du sollst mir das Gold sofort aushändigen. Sonst kommt er hier raus und reißt dir den Kopf ab. Okay, okay. Hier hast du es. Nichts für ungut. In Ordnung? Ja, ja. So, okay. So, jetzt. Aber jetzt will ich da hochklettern. Und will mal sehen, wo wir hier noch langkommen können. Da bin ich jetzt sehr gespannt. Das habe ich noch nie gemacht. Hab leider keine Bergsteigerausrüstung dabei, aber wir kriegen das schon irgendwie hin hier. So ist jetzt die Frage, kann ich hier hoch?
Man soll irgendwie hochkommen können. Soll möglich sein. Okay, dann vielleicht eher hier. Ah, hier sieht's wahrscheinlich aus. Hier kommt man wohl eher lang. Bin so gespannt, ob hier oben noch was zu holen ist. Ich denke mal schon. Wenn nicht das Original hier was hingepackt hat, dann wahrscheinlich die Content-Mod. Und wenn hier wirklich nichts zu finden wäre, wäre ich wirklich enttäuscht. So, wir müssen mal hier ein bisschen aufpassen. Aufpasse. Oh Gott. Okay, nee, hier ist nix. So. Das ist wirklich echt fies gemacht. Dadurch, dass es hier so dicht bewachsen ist, sieht man halt echt nicht so gut. Ah, ich bin aber zuversichtlich. Wir werden hier schon irgendwie was finden. Und wenn ich halt bloß mal die Aussicht genieße auf dieser großen Steinbrücke. Ey, ich sehe halt nichts, ne? Das ist echt nicht schön. Jetzt habe ich Standbild. Boah, das ist so fies, wenn man nichts sieht, ey. So. Wo bin ich jetzt hier? Nee, da hinten ist die Steinbrücke, wo ich hin will. Bin jetzt zu sehr nach Norden abgedriftet. Da hinten will ich hin. Müssen wir hier uns irgendwie ein bisschen lang halten? Nein! Fuck! Komm schon! Bro, okay. Ui. Okay, warte mal. Ich sehe halt nichts durch dieses ganze Gestrüpp hier. Das ist verdammt fies hier. Speichern wir mal den Spaß hier. Okay, warte mal, da unten ist Dominiks Hof. Hier müssen wir uns langhalten, in die Richtung. Immer schön Richtung Süden, ne? Ja, also eher so Südosten. Okay. Okay. Bin ich denn hier? Endlich mal sehe ich hier mal ein bisschen wenigstens was. Komm schon. Ja, das ist drin. Super. Ausdauer haben wir mehr als genug. Vielleicht kann ich... Ja! Ja, da ist sie. Die Steinbrücke. Und da liegt ein Skelett oben drauf. Wie geil ist das denn? Awesome. Wir sind auf der Steinbrücke. Jawohl. Hier geht's ins Tal der Waldläufer. Da ist der... Da hinten ist Varant, das ist der Wasserfall, wo wir den Akrobatik-Bonus bekommen haben. Und hier haben wir ein Skelett mit einem rostigen Schwert. Wow. Naja. Vielleicht gibt es hier ja noch mehr. Oh ja, in der Tat. Guck mal. Hallöchen. Das sind nur Gargoyles, ne? Keine Drachen. Oh, da ist ein ganzer Schatz, Bruder. Nice. Was haben wir denn hier Feines, ey? Oh, jetzt bin ich gespannt. Vielleicht ist das ja sogar so eine Special-Truhe irgendwie mit besonderem Loot. Da! Da musste ich mich mal kurz zurückziehen. Achso, die sind ja dort hinten festgesteckt. Das ist ja easy. So, erstmal kurz Ausrüstung nochmal ändern. So.
Sehr schön. Das hat sich wunderbar jetzt schon gelohnt, hierher zu kommen. So. Hier haben wir schon mal einen Silberpokal. Was haben wir denn hier? Goldpokal, Silberpokal, viel Gold. Schmuck. Ah, schöner, wertvoller Kram hier. So. Das ist leider nur eine einfache Metalltruhe. Aber Armee der Finsternis ist gar nicht so schlecht. Wenn ich jetzt 200 Mana hätte. Ich habe viele Flammenbeeren gesammelt. Vielleicht kann ich ja wirklich noch auf 200 Mana irgendwie hochkommen, ohne dass ich da jetzt was von Lernpunkten her investiere. Und selbst wenn, ey, wir können für 10 Lernpunkte, können wir 40 Mana-Punkte lernen. Das ist jetzt nicht die Welt. Alter, man sieht von hier, was ist das denn? Das ist Morasul da hinten, oder? Jo, das ist Morasul. Wir können über ein Drittel der Weltkarte einfach schauen. Wenn ich mich jetzt umdrehe und da hinten Xalas Turm sehe. Jo. Wir sehen echt Xalas Zipfel da hinten. Xalas Turm, ey, geil. Wir können die ganze Welt von hier aus einmal überblicken. Das ist ja Wahnsinn. Ich glaube, als Gothic 3 rauskam, hätte man sich das nicht vorstellen können. Da war die Sichtweite ja noch nicht so krass. Wenn ich jetzt einmal hier oben bin, schaue ich mich natürlich noch weiter um. Wobei ich mir aber schon vorstellen kann, dass es jetzt hier nicht nochmal irgendwas zu finden gibt. Aber wer weiß, wer weiß. Wo ich weiß halt nicht, wo ich hier nochmal rauskommen sollte jetzt. Ich meine, im Normalfall, ich würde mich jetzt einfach nach Monterra teleportieren und dann hat sich der Hase gegessen. Also ich gehe jetzt nicht denselben Weg wieder zurück. Ah ja, cool, hier sind wir jetzt bei Treles. Komm, ich habe da Akrobatik, was soll der Geiz? Ja, aber ich glaube, hier gibt es jetzt nichts mehr. Und wenn doch, wäre es echt geil. Irgendwie noch eine versteckte Höhle oder so. Mit irgendeinem Easter Egg oder so. Oh, das wäre so geil. Wir kennen ja ein Easter Egg hier in Ishtar, habe ich ja gezeigt. Achso, die Waldläufer direkt unter uns. Aber gibt es eigentlich noch mehr Easter Eggs in Gothic 3? Bestimmt, aber ich kenne keine. Vielleicht kennt ihr ein paar coole Easter Eggs, die ich mal rausfinden kann hier, wenn ihr mir einen Tipp gebt oder so. Vielleicht, was ich auch ohne Cheats irgendwie finden kann, dass Easter Eggs jetzt in Ishtar über dem Palast, über dem Eingang vom Palast, das konnte man ja nur mit Cheats jetzt quasi sehen. Aber vielleicht gibt es ja auch Easter Eggs, die man im Spiel einfach wirklich so finden kann. Das kann ja durchaus sein. So, jetzt gehen wir erstmal nochmal hier zu dem Kollegen Turnschuh. Sagen dem, dass wir die Banditen erledigt haben. Richtig, aber trotzdem geht das so nicht weiter. Ah ne, warte mal, können wir dem gar nicht sagen. Na gut. Naja, dann halt nicht. Dann gehen wir jetzt erstmal zu Marek, berichten ihm vom Trano und den anderen so, die wir bisher haben. Und dann schauen wir mal weiter. Wegen der Söldner. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. Elbe hat massive Probleme, seine Leute auf dem Kornhof anzuführen. Du meinst, ich sollte ihn auswechseln? Das hast du gesagt. Richtig. Okay, ich werde darüber nachdenken. Gute Arbeit. Weiter so. Einer deiner Jungs drückt sich vor der Arbeit. Lass mich raten. Trano schon wieder, stimmt's? Das war das letzte Mal. Geh und sag ihm, dass ich seinen Sold kürze. Bradley nimmt die Sklaven aus. Ich weiß. Die Sklaven zahlen Gold, um auf die Austauschliste zu kommen. Und dieses Gold drückt Bradley anschließend bei mir ab. Bist du dir sicher, dass du auch alles von dem Gold zu sehen bekommst? Nein, bin ich nicht. Ich müsste mir diese Liste mal ansehen. Ich habe die Pacht von Dominik. Gut. Du hast dem faulen Hund wohl richtig Angst gemacht, was? Ja, kann sein. Betrachte das Gold als deinen Sold. Das ist es mir wert. Am besten, du hältst dich da raus. Sandford hat nicht mehr sehr viel für dich übrig. Hat er das gesagt? Ja, war mehr als deutlich. Naja, solange er seine Arbeit macht, soll mir egal sein, was er von mir denkt. Wenn er so weitermacht, wird das nie was. So, wenn ich jetzt einmal hier bin, komm, ich gebe mal seine Kiste wieder. Hier hast du deine alte Goldschatulle. Sie lag immer noch auf der Straße im Westen, bei deinem anderen Kram. Du Hundesohn, das ist ja großartig. Dafür werde ich dich reich belohnen, mein blasser Freund. Ja, und ich werde dich jetzt töten. Das ist nämlich meine Mission. Aber vielleicht kann ich es Assassin-like machen. Diesmal.
Versuche ich zumindest mal. Wo habe ich denn hier? Ah, der dreht sich halt immer zu mir um. Das ist doch Mist. Ach komm, weißt du was? Wollt ihr wohl damit aufhören? Ah, ich habe aus Versehen den Söldner getroffen. Shit. Naja, gut, dass ich gespeichert habe. Ich muss nur den Basir treffen. Dann greifen nämlich die Söldner, glaube ich, nicht an. Ach, Leute, genug Wasser trinken ist wichtig. Ihr solltet immer zusehen, dass ihr pro Tag 3 Liter circa trinkt. Ja, damit habe ich meinen pädagogischen Auftrag für diese Folge erfüllt. Und aber mal ein Schluck Cola oder so ist in Ordnung. Auch ein Gläschen Wein kann man sich mal genehmigen. Ja. Mache ich ja selber auch, ja, ganz klar. Zum Beispiel Freitagabend, wenn die Woche vorbei ist, dann genehmige ich mir mal auch ein Gläschen Rotwein, ja. Oder mal ein Bierchen. Das nimmt kein gutes Ende. Wollt ihr wohl damit aufhören? Schon. Interessant. Ja, bloß mach schon. Muss ich echt annehmen? Das hat gesessen. Das ist echt interessant. Aufhören! Sofort! Warum greift ihr mich an? Wow, der hat mir das Level abgebracht. Ich will nur den hier. Den Specksack will ich nur töten. So, aber dafür, dass ihr mich alle angegriffen habt, da ziehe ich euch jetzt deswegen die Waffen ab. Da ist nichts mit. Da ist nichts. Da ist nichts. Und du hast nichts gesehen, dicker Daniel. Was ist das für ein Name, ey? Der dicke Daniel. Oh Mann, ey. So, der Bradley steht draußen. Der Gothic und Piranha Bytes Podcast. Halt! Irgendwer bringt unsere Leute um. Weißt du etwas darüber? Nein. Wir beobachten dich. Und es kommt noch schlimmer. Nein, jetzt geht er wieder rein. Dennis meint, du sollst die Sklaven nicht so hart rannehmen. Der Klugscheißer. Dann soll er den Job mal machen hier. Egal, ich danke dir. Hier hast du deinen Lohn. Der Sklave Leon arbeitet wieder im Tempel. Gut. Der Sklave Kelvin arbeitet wieder im Tempel. Gute Arbeit. Hier hast du ein paar Münzen. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Ah, der geht jetzt wieder rein. Scheiße. Wie soll ich denn dem jetzt seine Liste snacken? Okay, wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal was anderes. Ich geh jetzt erstmal die Rebellen hier draußen töten. Dann mach ich nochmal so einen Schwenk zu Trano. Ich weiß, wobei, jetzt bin ich mir nicht mehr so sicher, ob der Trano jetzt wieder arbeiten geht, nur weil ich dem sage, dass sein Sold gekürzt wird. Kann auch einfach sein, dass er da einfach sitzen bleibt. In dem Fall würde ich die Sklaven dann einfach, die Rebellen dann einfach töten. Tja. Du hast es so gewollt! Für Beliar! So. Ich würde ja fast sagen, tut mir leid, Leute. Aber naja, Daryl. Muss ich direkt an Walking Dead denken. Daryl Dixon. So, Walking Dead, tolle Serie, kann ich nur empfehlen. Aber ich denke, die meisten von euch werden die sicherlich kennen. Ich mag allgemein so Zombie-Serien. Finde ich immer total geil. Weiß nicht. Gibt mir einfach so eine... so einen inneren Kick. Wie man jetzt sagen würde. Tote Menschen zu sehen, das... ist schon immer spannend gemacht irgendwie. Auch so mit CGI und wie das umgesetzt wurde und so. Finde ich ganz spannend. Zumal es in The Walking Dead echt aussah. Wirklich. Marek hat deinen Sold gekürzt. Ich wusste, dass du mich verpfeifen würdest. Du Drecksack. Das merke ich mir. Der Hügel hier ist zu klein für uns beide. Ach ja? Und was willst du jetzt dagegen unternehmen? Also arbeitest du jetzt wieder, oder was? Reg dich ab. Ich gehe ja schon, du Spinner. Ach so, man kann ihn auch so einfach vertreiben. Na gut. Aber dann haben wir das ja friedlich gelöst. Das ist ja ganz hübsch. Ich mag sowieso immer lieber friedliche Lösungen. Also ich bin nur ungerne jemand, der jetzt zum Schwert greift und Menschen damit niederstreckt. Mag ich jetzt nicht so sehr. Weiß nicht, hat man glaube ich auch gerade in der Kneipe gemerkt, dass ich da eher so friedliebender Typ bin. Also
Ich würde jetzt nur ungern Blut vergießen eigentlich. Ja. Euer Treffpunkt ist sauber. Du bist gut, Mann. Jetzt ist die Situation nicht mehr ganz so aussichtslos. Was ist jetzt mit eurem Kontaktmann in Montera? Wer es genau ist, weiß ich auch nicht. Ich weiß nur, dass er uns ein Zeichen schicken wollte, wenn es soweit ist, loszuschlagen. Seitdem warten wir hier wie die Idioten. Verstehe. Ja, ihr seid ja auch Idioten. Du willst es nicht begreifen. Ja, also wie gesagt, Gewalt. Ich finde, Gewalt ist auch ein Zeichen von charakterlicher Schwäche. Also Menschen, die zur Gewalt greifen und Leute einfach sinnlos irgendwie verletzen wollen. Aha! Oh yeah! Oder jetzt irgendwie umbringen oder so. Ich weiß auch nicht, das gibt mir halt auch irgendwie nichts. Also ich kann auch mit solchen Leuten, die sowas irgendwie bevorzugen, auch nichts anfangen. Also wie gesagt, es ist so, ich finde, es ist ein Zeichen charakterlicher Schwäche, wenn man Probleme nicht diplomatisch lösen kann, sondern mit der Faust, also. Oder mit einer Waffe oder so. Naja, ist, ich finde, naja, es ist sehr unnötig, sehr unnötig. Gut, haben wir das jetzt hier erledigt, ja. Und damit können wir jetzt auch eigentlich erstmal wieder... Ach so, da fällt mir gerade ein, ich könnte Gelfort in Montera nochmal von Mason berichten. Deshalb sollte ich die Rebellentruppe jetzt nicht ausschalten. Aber na gut, so. Vielleicht ist der Bradley jetzt zwischenzeitlich doch nochmal wieder rausgekommen aus seiner komischen Ranzbude. Ich habe eigentlich in der letzten Folge gesagt, ich will jetzt in dieser Folge in die Arena gehen. Na, ich schieb das jetzt nochmal eine Folge auf. Ist ja nicht so schlimm. In Bensala könnte ich jetzt auch nochmal fragen oder hier sagen. Warte mal, nee, ich hab doch eine optimale Lösung dafür hier. Ich will ihm keine Krankheit übertragen. Ich will ihn schlafen legen. Was kann denn schon groß passieren? So etwas darf nie wieder geschehen. So, sehr schön. Das ist doch perfekt gelöst jetzt hier. Ich muss da gar nicht warten, bis der rauskommt. Ich brauche einfach nur seine Liste. Wegen der Söldner. Trano arbeitet wieder. Ist doch besser für ihn. Hier hast du deinen Lohn. Hier ist Bradleys Sklavenliste. Als wenn das so einfach wäre. Sieht okay aus. Tja, Bradley scheint in Ordnung zu sein. Hier, für deine Mühe. Am besten du bringst Bradley die Liste gleich wieder zurück. Das ist ja toll. Wo ist das Problem? Du hast sie ihm einfach gestohlen, oder was? Ja, kann sein. Ja, mein Freund, das ist dein Problem. Ist das dein Ernst? Naja, jetzt hängen die da alle mit Knüppeln in der Kneipe rum. Geil. Hier ist deine Sklavenliste. Ich will das gar nicht. Was? Was wühlst du in meinen Sachen herum? Ich soll dir wohl das Fell über die Ohren ziehen. War doch nie anders. Jetzt hast du deine Liste ja wieder. Mach das nicht noch einmal, sonst wirst du es bereuen. Sind die eigentlich zu faul, die Leichen mal hier wegzuräumen oder lassen die jetzt hier einfach verrotten? Also, verstehe ich nicht. Trotzdem geht das so nicht weiter. Ja, okay. Naja, nicht so schlimm. Ja, dann haben wir jetzt eigentlich soweit alle Söldner außerhalb der Arena doch jetzt erledigt, oder? Klar, warum nicht? Ich denke schon. Naja. Das ist ja mal wieder typisch. Also hier gab es doch auch noch was. Ja, genau. So Bota. Sei gegrüßt, Fremder. Warum kommst du zu mir? Ist ein Assassinenfreund. Wer bist du? Mein Name ist Sobota. Ich habe die ehrenwerte Aufgabe, für den Fortbestand der Sklaven in dieser Stadt zu sorgen. Brauchst du Hilfe? Hilfe ist immer vonnöten für jemanden wie mich in dieser Stadt. In der Regel sind alle guten Kämpfer hier nur Schoßhündchen von diesem Marik. Keiner hat den Mut, auf eigene Faust zu arbeiten. Wie ist es bei dir, Fremder? Marik ist nicht gerade dein Freund. Kann man nicht behaupten. Aber bei der Übermacht der Söldner in dieser Stadt arrangiert man sich besser oder man ist tot. Was brauchst du? Trotz meiner gestochen scharfen Aufmerksamkeit sind mir zwei Sklaven entwischt. Ich hätte sie gerne zurück. Ich gehe davon aus, dass es für einen starken Kämpfer wie dich kein Problem darstellt. Erzähl mir mehr über deine verlorenen Sklaven.
Einer meiner Sklaven arbeitet nun für den Orkschmied Torek. Marik hat ihn bei dem dicken Ork für den Putzdienst eingeteilt. Er ist mein Eigentum und ich will ihn zurück. Du brauchst einen Mann mit Kampfkraft, um einen ausgemergelten Sklaven zurückzubringen? Naja, der Fall ist etwas komplexer. Marik hat mir einen Sklaven einfach unterm Hintern weggepfändet und einem seiner Leute überlassen. Ich wusste, es gibt einen Haken. Der Kerl, dem mein Sklave nun gehört, heißt Dan. Er ist Gladiator in der Arena. Verstehe. Das nimmt kein gutes Ende. Kann ich hier das Waffenbündel mitnehmen, ohne dass er sauer ist? Würde ich jetzt gerne mal wissen. Das funktioniert. Ja, scheint nicht zu stören. Alles klar. Gut, dann werden wir Sobotas Sklaven in der nächsten Folge zurückorganisieren und in der Arena kämpfen. Ich danke recht herzlich fürs Zusehen. Bleibt gesund, haut rein, macht's gut. Und wenn ihr jetzt noch Bock auf Live-Content habt, schaltet gerne bei mir auf Twitch rein. Link in der Videobeschreibung. Da sehen wir uns gleich live. Haut rein, macht's gut, bleibt gesund. Ciao. Vielen Dank fürs Zusehen. Ihr habt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ihr lasst ein Like und ein Abo für RPG Kurga da. In diesem Fall halte ich Belias Zorn zurück. Oder aber meine Dämonen bekommen etwas Gesellschaft. Euch.